Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit. Drei Fragen, drei Antworten. Heute mit Joachim Schröder, Leiter des Erinnerungsortes Alter Schlachthof in Düsseldorf. Auf welche Spuren der NS-Zeit achtest du besonders, wenn du durch Städte gehst? Ich achte, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, am meisten auf Gebäude. Also gibt es irgendwelche Spuren, die auf die NS-Zeit hindeuten? Oder ich frage mich, haben diese Gebäude schon gestanden während der NS-Zeit? Oder sind das neue Gebäude, weil sie nach dem Krieg zerstört worden sind beispielsweise? An manchen Gebäuden kann man auch tatsächlich noch alte Spuren aus der NS-Zeit entdecken, beispielsweise irgendwelche Zeichen oder sogar Runen oder Hakenkreuze. In München zum Beispiel am Haus der Kunst kann man noch Hakenkreuze entdecken, wenn man genau hinguckt. In meiner Straße, ein anderes Beispiel, gibt es eine Häuserreihe, wo oben in den Dachgiebeln Runen zu sehen sind. Die sind neulich noch restauriert worden und ganz unschuldig kann man da beispielsweise eine Odalrune sehen, die verwendet wurde in der Nazizeit als Symbol einer Waffen-SS-Division. Und ja, heute ist sie ganz unschuldig. Hängt sie da an der Häuserwand. Und ja, oder wenn man an einem Bahnhof vorbeiläuft, frage ich mich, wie sah das hier aus während des Krieges? Wo liefen hier die Züge vorbei, die beispielsweise Soldaten transportierten, die Jüdinnen und Juden transportierten auf dem Weg in die Ghettos und Mordlager? Also solche Dinge gehen mir durch den Kopf. Wie kann man mehr über die eigene Stadt im Nationalsozialismus herausfinden? Ich kann mich an vielen verschiedenen Orten über die Geschichte meiner Stadt oder einer bestimmten Stadt in der NS-Zeit informieren. Als erstes würde ich vielleicht in eine Stadtbücherei gehen. Dort gibt es ja immer eine Geschichtsabteilung, wo man sicherlich fündig werden wird, wo man auch nachfragen kann. Wenn man in einer größeren Stadt lebt, gibt es vielleicht auch eine Gedenkstätte, einen Erinnerungsort, wo man fragen kann. Oder auch ein Stadtmuseum, die eigentlich auch immer eine Abteilung haben, die sich mit der jeweiligen Stadt oder Region in der NS-Zeit beschäftigen. Man kann sicherlich auch eine Internetrecherche starten. Das klappt eigentlich auch immer. Man wird immer irgendetwas finden. Man muss da natürlich immer ein bisschen filtern. Es gibt auch viel Unsinn, was im Internet steht. Und ja, da muss man ein bisschen Übung auch haben, wo man da am besten guckt. Aber auf jeden Fall empfiehlt es sich erstmal zu googeln. Sicherlich kann man bei Wikipedia auch als erste Anlaufstelle mal nachsehen, ob man etwas findet und dann weiteren Literaturhinweisen folgen. Und es gibt natürlich auch, wenn man tiefer einsteigen möchte, Archive, Stadtarchive, Kreisarchive, Kommunalarchive, wo man tatsächlich in der Regel Informationen finden wird über die jeweilige Stadt, Kommune in der NS-Zeit. Es gibt auch einige Online-Archive, die sind auch sehr empfehlenswert. Das größte ist hier sind die Arolsen Archives, die massenhaft Dokumente aus der NS-Zeit über die verschiedensten Ortschaften, Orte in Deutschland nicht nur da enthalten. Hier ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, weil es gibt so viele Dokumente, dass es auch eine gewisse Übung erfordert, die einzuordnen. Also das empfiehlt sich vor allem für Menschen, die schon ein bisschen eingestiegen sind in die Materie. 80 Jahre ist es nun her, dass fast 6.000 Jüdinnen und Juden von Düsseldorf aus in die Ghettos im besetzten Osteuropa deportiert wurden. Kaum jemand von ihnen überlebte die Shoah. Hast du das Gefühl, dass dieses Ereignis in den eigenen Familiengeschichten der Düsseldorfer noch verankert ist? Und was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass das Wissen über die Deportationen, die damals vom Düsseldorfer Schlachthof aus organisiert wurden, das Wissen über fast 6.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in Düsseldorfer Familiengeschichten heute besonders präsent ist. Ich glaube, dass nur eine Minderheit von Menschen
darüber wirklich informiert ist. Und daraus folgt für uns, also für den Erinnerungsort Alter Schlachthof, dass wir genau dieses Wissen verbreiten. Wir haben deswegen, recherchieren wir eigentlich die ganze Zeit die Familiengeschichten der Verfolgten und Ermordeten. Wir sammeln sie und dokumentieren sie in unserer Dauerausstellung. Dort haben wir ein großes biografisches Archiv, wo wir alle diese einzelnen Biografien, die wir bis jetzt recherchiert haben, sammeln, die man dort nachlesen kann, an einem digitalen Archiv, an einem Terminal. Und das haben wir auch seit Anfang des Jahres online gestellt. Das heißt, wir versuchen so, dass es noch mehr Menschen eben zugänglich gemacht wird, auch international. Und wir erreichen damit eben auch ein internationales Publikum und bekommen auch so zahlreiche neue Informationen von Menschen, die sagen, hey, hier sind noch Verwandte von uns oder Bekannte, die damals von Düsseldorf aus deportiert worden sind, die sind noch nicht Teil des Archivs. Und das ist für uns dann immer ein Anknüpfungspunkt, um unser Archiv eben zu vergrößern, damit wir eines Tages tatsächlich an alle Menschen, die von hier aus deportiert worden sind, erinnern können. Wir organisieren ein historisch-politisches Bildungsprogramm, machen Vorträge, Workshops, Veranstaltungen, wo wir eben uns mit diesem Thema, aber auch mit aktuellen Fragen von Rassismus, Neonazismus auseinandersetzen, denn darum geht es natürlich auch. Es geht zum einen um die Erinnerung an die Verfolgten und Ermordeten, die nicht vergessen werden dürfen, aber es geht natürlich genauso um die aktuellen Probleme von Rassismus, von Antisemitismus, denen wir täglich zu tun haben. Das wird nicht weniger, sondern leider in den letzten Jahren auch immer mehr. Und das ist natürlich eine Aufgabe des Erinnerungsortes, wie aller Demokratinnen und Demokraten, natürlich auch besonders der Gedenkstätten und NS-Erinnerungsorte.